Die Stadt Letnice. Seit uralten Zeiten ist die Stadt Letnice ein Anziehungspunkt für viele Viehzüchter gewesen, die hier mit ihren Herden die Sommerzeit verbracht haben. Das verrät schon der Name der Stadt, Sommerort. Letto bedeutet auf Deutsch Sommer, die auch heute mit ihrer wunderbaren Natur viele Besucher heranzieht. Die historischen Schichten vergangener Zeiten sprechen von der Anwesenheit von Thrakern, Römern, mittelalterlichen Eindringlingen und türkischen Eroberern. Sie alle haben Gebäude und andere Artefakte hinterlassen, die von den Archäologen offengelegt wurden. Der Lehm von hoher Qualität, der hier zu finden ist, hat die hiesige Keramik berühmt gemacht. Die Tonwaren werden traditionell auf den Frühjahrsmessen zu Donnerstag verkauft. Türkische Händler kamen ihr etwegen von Anatolien und Zarigrad, heute in Bul, her. Die erste Siedlung ist nicht genau datiert worden. Die ersten Spuren stammen jedoch aus dem 4. Jahrhundert vor unserer Zeit. Der hier entdeckte Silberschatz ist ein Zeugnis für die Anwesenheit der Thraker. Das älteste erhaltene Gebäude der Stadt ist die Kirche, deren Bau 1836 begonnen hat. Heute ist die Stadt ein ruhiger, umweltfreundlicher und angenehmer Erholungsort, der zu empfehlen ist. Letnice ist eine typische kleine bulgarische Stadt. Ich möchte gern unsere Gäste in die zentrale Fußgängerzone einladen, die fast europäisch aussieht. Dann würde ich mit Ihnen ins Informationsbüro für Touristen gehen, wo Sie alles über Letnice und die Gemeinde erfahren können. Letnice ist eine uralte thrakische Siedlung. So würde ich den Gästen den Schatz von Letnice zeigen, der 1963 ausgegraben wurde und von den Thrakern im 4. Jahrhundert vor Christi angefertigt worden ist. Er stellt den Höhepunkt der Entwicklung der Kultur hier dar. Letnice ist einzigartig mit seiner Produktion klassischer bulgarischer landwirtschaftlicher Produkte. Und ich würde Ihnen die Erd- und Himbeerfelder zeigen, die in der Nähe der Stadt liegen, wo man auch wunderbare Erzeugnisse aus diesen klassischen bulgarischen Früchten sehen kann. Sehenswert ist auch die orthodoxe Gemeindekirche der Heilige Theodor Tiro mit ihrer einschiffigen Pseudobasilika mit Balkon, die 1,20 Meter unter dem Boden steht. Die Fundamente ihrer Steinmauern stammen aus den Ruinen von Nikopolis ad Istrum. Darauf hat der Baumeister Usta Gentschukanev aus Drevne in der Zeit 1835-1842 die Kirche gebaut, die dann vom griechischen Bischof Neophit Tarnowski eingeweiht wurde. Der Kirchenhof beherbergt ein Denkmal des russischen Kriegschirurgen Nikolai Pirogov und die Gräber von zwei Kranken. Das moderne Gesicht von Letnice sind die sauberen und grünen Straßen, die freundlichen Menschen und die zauberhafte Natur der Umgebung. Letnice ist ein wunderschönes bulgarisches Städtchen. Sehr sauber und gastfreundlich. Unsere Leute sind friedliebend, ruhig, gutmütig und gastfreundlich. Ein typischer Charakterzug der Bulgaren. Mit seinen geraden, großen und sauberen Straßen, seinem vielen Grün, der gut erhaltenen Natur und den freundlichen Menschen bleibt Letnice für immer in der Erinnerung der Gäste.